Jo Freunde, willkommen zurück. Heute gehen wir ins Fortress of Traps und ich habe ein bisschen Angst. Das klingt böse. Okay, da hatten wir schon die erste Falle. Bin noch ausgewichen. Da unten will ich irgendwie nicht hin. Das Einzige, was da sein könnte, was mir gefällt, ist ein Yoshi wahrscheinlich. Oder noch ein Fruit Power-Up, aber... Nee, lassen wir mal. Das ist jetzt gerade nicht wert. Boah, damit kann ich ja alles töten. Das ist eins der coolsten Dinger, die es gibt. Dieser Hammeranzug. Zack. Scheiße, das war so schön, aber jetzt ist es vorbei. Okay. Ich glaube, ich springe am besten ja von hier unten ab. Oh, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Wir haben noch unseren Tanuki. Ach, es ist Gold, okay. Ich kann das... Oh Gott, Alter. Und schon instant erwischt, ne? Ich bin so schlecht. Okay, jetzt muss ich diesen Survival-Kurs... Das wäre echt ein gutes... Gut gewesen für einen Tanuki, weil ich hier einfach oft stehen bleiben muss, wahrscheinlich, und einfach nur abwarten muss, und das hätte mir geholfen. Jetzt habe ich aber Pech. Okay, das ist der Grund, warum man nicht zu weit vorne steht. Da kommen so Banzai-Bills an und schießen einen direkt ins Gesicht. So kann ich wenigstens noch ausweichen. War es da schon? Okay, gut. War doch nur kürzerer Parcours, ich dachte. Aber das heißt ja noch nichts. Wow. Okay, er hat schon Schaden genommen. Indem ich mit meinem Feuerball schon... Oder? Wie viel hält er denn aus? Okay. War ein komischer Kampf. Kann man nicht anders sagen. Ich renne rein, wird instant erwischt von einem Feuerball. Er wird instant erwischt von meinem letzten Feuerball, den ich noch geworfen habe irgendwie. War ein verrückter Kampf. Hat er jetzt 5 Treffer kassiert? Ich weiß es gar nicht mehr. Jetzt nicht genau gezählt. Ja, aufpassen. Und er trifft mich. Okay. Was steht denn oben? Welt 1 MPBTL. Ich habe keine Ahnung, wofür es stehen soll. Wir kommen weiter. Das nächste Level hat auch ein Secret Exit. The Crossroads. Oh, guck mal, was wir da haben. Eine Leiste. Mit Schlüsseln. Oh, oh. Oh, oh, der Typ aus... Oh, ah! Der Chainjump aus... Yoshi's Island. Spring, spring, bitte. Ui, okay, es ist nicht ohne hier. Er bewegt sich natürlich schneller, indem ich mich auch schnell bewege. Oh. Da hätte ich warten müssen. Mein Fehler. Ganz ehrlich, ich nehme direkt wieder Peach, weil... Das würde mir einen massiven Vorteil bringen. Ich weiß nicht, ob ich das kriege, ohne zu sterben. Gut. War ja ein Item, ich weiß nicht mehr. Ja, gut. Okay, also hier haben wir echt eine böse Stelle. So, drücken. Und dann hinterher gleich warten. Ich hoffe, ich habe auch genug Zeit zum Warten. Wenn ich jetzt zu schnell bin eigentlich, habe ich ein Problem danach. Was mache ich aber stattdessen? Einfach den gleichen Fehler nochmal. Einfach nochmal da reinspringen. Wird schon. Ja, aber ich sag euch was, es wurde nicht... Oh Mann. Nehmen, wieder zurück. Irgendwo gibt es noch einen Secret Exit anscheinend. Darauf freue ich mich auch schon sehr. Mal schauen. Ui. War krass, dass man den irgendwie geschafft hat einzubauen. Wie er auch in Yoshi's Island funktioniert. Mist, jetzt hat er mich erwischt. So, was mir auch ein bisschen Probleme macht, ist dieser gelbe Koopa, der da ankommt. Der ist nämlich echt ein Arsch. Okay, jetzt habe ich es irgendwie doch mal geschafft, die Stelle. Und wir sind durch. Checkpoint. Ist aber fröhliche Musik. Ach, ich verstehe. Wie in Yoshi's Island gibt es jetzt hier 4 Wege, die wir gehen müssen. Und 4 Schlüsse, die wir dann sammeln. Okay. In Yoshi's Island gab es ein Schloss, das war auch so. Hier ist das jetzt
kein Schloss. Ich glaube, ein bisschen von allem was. Okay, das gefällt mir. Das finde ich cool. Oh yeah. Yoshi, es wird immer besser, der Tag. Wie ich mich mal freue, wenn er das. Aber es ist doch schön. Und genauso schnell ist er wieder weg, aber zum Glück nicht für allzu lang. Da oben, ich glaube, das ist nur für eine Münze wohl. Wobei, man muss skeptisch den Sachen gegenüber sein. Ich muss ja immerhin irgendwo auch noch einen Secret Exit finden. Und es könnte echt potenziell überall versteckt sein. Bei vier möglichen Wegen hier und wahrscheinlich noch mehr. Ja, Kamera, danke fürs Mitspielen, Kamera. Ey! Wie bin ich jetzt wieder hier unten gelandet? Okay, nochmal. Die Kamera spielt nicht so ganz mit. Jetzt schon irgendwie. Ich bin jetzt mal extra nicht gesprungen beim Hochgehen. Damit das ja nicht nochmal passiert. Oh, fuck. Naja, was soll's. Gibt's eh was Neues für mich? Ja, den kriege ich mit Yoshi raus. Aber sonst nur mit Mario und einem Spinjump. Brauche ich Mario für dieses Level. Seitdem kriegt Yoshi irgendwie wieder zurück. Vielleicht kommt ja auch so eine Yoshi-kommt-zurück-Box. Kommt. Tatsächlich. Okay, dann haben wir einen Schlüssel. Das ist gut. Und dann gucken wir mal. Wieso kann ich ja nicht diese Gumbas nicht essen? Schlucken mit denen nicht. Aber das ist ja auch nur für eine Münze, ha? Ist eigentlich nicht für irgendwas Relevantes, glaube ich, da. Und vielleicht noch ein Tanuki-Suit auf der anderen Seite. Okay, dann scheiß mal drauf. Ich hab's ja immer noch im Maul. Ob ich's für irgendwo anders brauchen könnte? Ich schlepp das jetzt mal mit mir rum, solange ich kann. So, das ist ja... Das erinnert mich grafisch hier an Mario Land 2 alles. Scheiß mal auf das Geld. Also in Mario Land hat man das ja immer mit Feuer aufbekommen. Hier auch, aber jetzt habe ich kein Feuer. Achso, doch klar habe ich Feuer. Was lache ich denn? Hier, Feuer. Perfekt. Ja, ich bin diese Peach-Power-Ups einfach nicht gewohnt vom Aussehen. Ah, da ist ein Schlüssel. Okay, das ist hier sogar wichtig gewesen, dass ich das machen muss. Goal? Ja, Goal heißt einfach zurückgehen. Okay, er war nicht einfach da, sondern er war schon versteckt ein bisschen. Ich leg den mal kurz... weg, weil ich versuche dann den mal zu essen hier. Den, ja. Den vielleicht auch. Oh oh. Schnell einfangen. Okay. Ist mein Kind. Ja, vielleicht kann man in diese komischen Röhren da auch rein. Hab ich jetzt nicht ausprobiert. Oh. Oh fuck. Aber ne, hier... Boah, ist der Schlüssel direkt da? Gut, jetzt... Ja, ist glaube ich aber halt ohne Yoshi und mit diesem Ding hier rum. Schauen wir mal, ob es überhaupt was bringt. Hier drin ändert sich die Musik nicht. Hat was irgendwie. Ist auch ein cooles Lied. Ich weiß nicht, ob das aus irgendeinem Spiel stammt. Und wenn ja, aus welchem? Was ist das? Ich glaube schon, dass das aus irgendwie... Ich glaube, aus welchem Spiel waren nochmal viele Lieder? Ich weiß nicht mehr, wie das Spiel heißt. Oh fuck. Ja, hier haben wir ein Problem, weil hier komme ich nicht. Okay. Hier kann ich nur rein, aber dann kann ich ihn nicht mehr mitnehmen. Ja, dann drücke ich den. Was
Ragnarok Online? Irgendwie so hieß das Spiel. Ich glaube irgendwie sowas. Ich kenne das nicht. Das ist irgendwie so, glaube ich, so ein Online MMORPG oder sowas. Von dem Spiel scheinen wohl viele dieser Lieder aus dem Spiel zu stammen. Ui, haha, Benutzer. Okay, dann schauen wir mal weiter. Was hat das denn zu bedeuten? 1, 3. Auch so das. Ach, das ist das Ziel? Okay. 2. Ist das vielleicht ein Secret Exit, wenn ich hier weitergehe? Geh. Oder 6? Ich hab keine Ahnung. Upsi, upsi. Ja, dann haben wir das Secret Exit tatsächlich. Okay. Cool. Ja, so ging das dann. War doch einfacher, als ich dachte. Dann muss nur brav auch alles machen. Ich dachte, wenn ich alles mache, kriege ich das normale Ziel raus. So, das öffnet mir unten den Weg. Ich mach mal aber Folgendes. Ich schummel jetzt wieder mal und mach den anderen Weg auch auf, weil wir hatten ja das normale Exit und sind ja weiter zum Secret gegangen. Das heißt, ich müsste jetzt hier nochmal rein und nochmal das halbe Level machen, was ich finde ja nicht wirklich viel Sinn macht. Ich hoffe, ihr seid mir ja nicht böse. Ich glaube, ich habe da Verständnis für. Weil an sich hatten wir ja das ja schon. Jetzt haben wir so gesehen dann beide auf einmal dann freigeknackt. Ich hoffe, ihr seht das auch so. Naja. Aber an sich kann man es auch nicht jedem recht machen. Es gibt immer, egal wie ich irgendwas mache, irgendjemand ist immer unzufrieden. Also wenn ich jetzt ein Super Mario World Hack spiele, die Leute teilweise lynchen mich die dafür, dass ich die Sachen mit Save State spiele. Und Leute lynchen mich dafür, dass ich sie ohne spiele. Also im Prinzip ist es immer falsch. Also muss man einfach sein eigenes Ding machen. Das war jetzt fies. Okay, das sind diese Levels aus Mario Bros. 3, diese fiesen Levels, so zumindest so ein bisschen. Nicht so ein bisschen, so angelehnt daran. Boah, verdammt. Okay, einfach durch. Ich denke mal hier drin ins Ende. Ja. War jetzt so ein wilder, eine wilde Nummer hier. Aber es ist zu Ende. Okay. Vielleicht wechseln wir mal und ich nehme direkt mehr so einen Pilz mit. Ach, hier geht's auch noch. Ach, da ist so ein Level vor dem Kerl. Ich dachte, okay, gut. Oh. Okay, das ist nicht schön. Kann ich hier auch rein? Ja. Will ich aber irgendwie nicht. So, die Münze ist eh geschnappt. Okay, dann halten wir uns mal ran. Ducken. Aus allen Ecken hier ausweichen. Ist echt was los. Ich will mal ein paar von den Kerlen hier erschießen. Ja, yeah, jetzt habe ich's. Noch eine Feuerblume. Wunderbar, freut mich. Den schnell loswerden, bevor der Ärger macht. Okay, so eine typische Welt 8 Welt. Kann man da, glaube ich, dazu sagen. Autsch. Oh. Oh, ey Mann. Das ist ein totales Chaos hier. Solange ich aber einen Vollboom habe, stehen meine Chancen gut. Kriegt nur die Münze nicht mehr, aber egal. Also ich bin froh, mich damit nicht zu bekämpfen, hier die auch alle zu sammeln, weil das wäre, glaube ich, ein bisschen zu hart. Weil ich habe ja so schon genug Probleme. Boah, so viele Banzai-Pilz! Ich bin fast tot. Bitte ein Pilz oder Ende. Eins und beiden. Ich habe so ein bisschen Hoffnung bekommen, als hier so raufging. Wobei, Hoffnung, ja. Okay, hier scheint Ende zu sein, aber ohne Bossfight natürlich wird das nichts. Was soll denn das mit der Karte dort? Okay, gab's. Gut, ich wollte mich gerade vorne konzentrieren. Ich wollte das nicht von vorne machen, das Level. Ja, das ist so eine Karte von Welt 4 wieder aus Mario Bros. 3. Okay.
So, jetzt will ich aber ein Item, um den Dicken da zu bekämpfen, nochmal. Pilz sollte reichen. Ja, okay. hab's gebraucht. Habe ich mir auch schon gedacht. Hätte ich eine Vollblume genommen direkt, dann hätte ich die wahrscheinlich nicht mal verschwendet. Ja, okay, das führt uns zum Schiff. Aber hier ist noch echt viel los. Okay, also wir machen im nächsten Part hier weiter. Vielleicht nehme ich mal von vornherein so eine Vollblume. Nächsten Part machen wir hier weiter. Da geht's hier lang, unten geht's lang. Es gibt noch diesen Backdoor-Eingang. Oben ist, steht Welt 2, wo man nicht rein kann. Ich weiß nicht, aber es ist echt viel los. Okay, ich bin gespannt. Wir sehen uns beim nächsten Mal.